Was macht der denn da? Hallo? Da bricht jemand bei meinen Nachbarn ein. Ja, Rosenweg 32. Bei Krause. Bitte kommen Sie schnell. Die Frau hat ein kleines Kind und ist alleine. Was ist denn hier los? Gerhard hat eine Wette verloren. Und das ist sein Einsatz gewesen. Ja, wunderbar. Ich habe noch nichts gegessen. Na komm, dann setz dich erst mal. Ich auch nicht. Da ist er ja schon. Oh. Sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Du wirst sonst schon was. Sind das die vom... Ganz genau, vom Bauch. Sehr gut. Okay, Leute, komm, das muss ich für die Nachwelt festhalten, ja. Aber nicht meine Waden. Schick siehst du aus, du. Kannst wohl öfter tragen. Dankeschön. Mal alle recht freundlich. Moment. Nehmen Sie die Hand. Warte, warte. Sonst hat hier heute wieder alle extrem lustig, ja. Tja, wenn man die Wette verliert, muss man da auch dazu stehen. Ja. So, mach's genau. Und nachher macht der Gerhard noch so einen Schuhplattler für uns und jodelt ein bisschen. Genau, von was träumst du eigentlich nachts? Also los geht's, Freunde. Komm, mach du das mal, Alex. Jetzt hab ich aber Hunger. Wo ist der Senf? Na, so Banker 11. Wie fährst du mit den Finger hoch? Ja. Wir sind unterwegs, alles klar. Danke, ciao. Leute, Leute. Wir haben Einbruch, Rosenstraße 32, Täter im Werk. Täter im Werk, Leute, komm, auf geht's. Gut. Hast du was übrig, ja? Ganz sicher nicht. Du weißt doch, nach 12 keine Weißwurst. Mhm. Sind Sie von der Polizei? Genau, Rietz, mein Kollege Herr Ritter. Ja, Pfeiffer, ich wohne gleich nebenan, hab alles beobachtet. Ist der Täter noch im Haus? Ja, ich denke schon. Hab ihn nur durch die Terrassentür hineingehen sehen. Mit einem Brecheisen ist er eingebrochen, am helllichten Tag. Hoffentlich hat er Frau Krause und der kleinen Tochter nichts getan. Ja, Frau Pfeiffer, gehen Sie bitte nach Hause und bleiben Sie dort, ja? Brechstange auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Sie müssen schnell helfen. Da, die Frau. Brechstange auf den Boden oder ich schieße, habe ich gesagt. Die Frau stirbt dort. Brechstange auf den Boden! Schnell. Los, hinsetzen da, schnell! Sie hat einen ganz schwachen Puls. Wir brauchen einen Krankenwagen. Sie bleiben da schön sitzen, ist das klar? Ja, Rietz vom K11. Wir brauchen sofort einen Notarzt am Einsatzort. Eine schwer verletzte Frau. Okay, danke. Ganz ruhig. Ja. Gut, dass ihr da seid. Hilfst du Robert? Und könntest du mal gucken, ob hier noch ein kleines Mädchen irgendwo ist? Und sie erzählen mir jetzt, was passiert ist. Weiß ich nicht. Ich aber da lag sie schon da. Ich wollte ihr nur helfen. Ach. Ja. Nur helfen, ja? Ja. Und deshalb sind sie eingebrochen? Doch nur, um mir zu helfen. Was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Können Sie mich hören? Hallo? Hören Sie mich? Wetter von der Kriminalpolizei. Der Krankenwagen ist gleich da, ja? Atmen Sie ruhig weiter. Ganz ruhig weiteratmen, ja? Ich hatte mit Frau Krause einen Termin. Ja, und die hat die Tür nicht aufgemacht. Oh, da sind sie halt eingebrochen, ja? Ja, doch, um nur ihnen zu helfen. Ach. Oben ist sonst keiner mehr. Wo ist das Kind? Was für ein Kind?
Die Tochter von der Frau, die Sie angegriffen haben. Ich habe die Frau nicht angegriffen und hier war auch kein Kind. Ich habe sie verletzt auf der Treppe gesehen. Da wollte ich ihr nur helfen. Jetzt hören Sie auf, sich rauszureden. Raus mit ihm, los. Alex, ihr Puls wird immer schwacher. Wo bleibt denn der Krankenwagen? Ja, ich warte draußen, guck, wo die bleiben. Meine Güte. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Da seid ihr ja. Die Frau liegt im Treppenhaus. Hände aufs Dach, los. Das ist er. Oh Gott, was haben Sie Frau Krause angetan? Ich hab Frau Krause gar nichts angetan. Ich bin von Feuerlöschprüfdienst, Prüfdienst, ja? Und alles, was ich beim Klingeln gehört habe, war eine Frau, die Hilfe gerufen hat. Ja. Moment. Ja, und ich wollte dir doch Sie nur helfen. Sie gehen jetzt da rein, das können Sie meinen Kollegen auf der Dienststelle noch mal erzählen. Das kann doch wohl hier nicht sein, hier, ey. Wie geht's meiner Nachbarin? Na endlich. Sie hat einen ganz schwachen Puls, ist nicht ansprechbar. Vorhin war sie mal kurz da, aber dann war sie gleich wieder weg. Ist sie die Treppe runtergefallen? Keine Ahnung. Ja, sie hat eine ganz starke Beinwunde. Mhm. Stiffneck? Hallo, hören Sie mich? Hallo? Können Sie mich hören? Wir legen Ihnen jetzt eine Halskrause an. Nicht erschrecken. Den Kopf ganz ruhig lassen. Ich halte ihn. Es drückt ein bisschen. Geht es? Hören Sie mich? Puls ist ganz schwach. Ich brauche einen Blutdruck. Machen Sie mal die Augen auf. Können Sie mich sehen? Pupillenleuchte bitte noch. Wie können wir denn den Ehemann Ihrer Nachbarin erreichen? Wissen Sie das? Nein, Frau Krause lebt in Scheidung. Deshalb ist sie vor 4 Monaten mit ihrer 4 Jahre alten Tochter Hanna hergezogen. Der Ex-Mann, der kommt auch nur sehr selten. Ich denke, ist nicht im Guten auseinandergegangen. Was heißt nicht im Guten? Ja, so detailliert weiß ich das auch nicht. Wir haben uns nur mal kurz drüber unterhalten. Und ich glaube, der Mann ist fremdgegangen. Und das letzte Mal, als er kam, gab es einen ziemlich lauten Streit wegen Hanna. Er hat sie zu spät zurückgebracht. Also die Kleine ist nicht im Haus. Wo könnte sie denn sein? Also ich vermute, Frau Krause hat sie im Kindergarten gebracht. In welchem denn? Wissen Sie das? Nein, tut mir leid. Kann ich noch irgendwas tun? Nein, das war schon. Danke. Wenn Sie mich noch mal brauchen, kommen Sie einfach rüber. Okay, alles klar. Danke. Und, wie geht's ihr? Ihr Zustand ist kritisch. Sie hat mehrere Knochenbrüche und innere Blutung. Und die Lunge ist verletzt. Oh, ich hoffe, sie schafft es. Und ich hoffe, wir finden die Kleine. Hörst du dich noch mal in der Nachbarschaft um? Alles klar. Wir haben im Handy von Silvia Krause die Nummern der Angehörigen gefunden. Kannst du die verständigen, Michael? Ja, schick's mir bitte aufs Handy, ja? Hab ich gerade gemacht. Ach, und könnt ihr versuchen, rauszufinden, in welchem Kindergarten die Tochter ist? Hanna Krause? Ja, alles klar, das übernehme ich. Mailbox. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Naseband von der Kriminalpolizei, Kriminalkommissariat 11. Es geht um Ihre Tochter Silvia. Es wäre schön, wenn Sie sich baldmöglichst bei uns im Polizeipräsidium melden können. Vielen Dank. Wiederhören. Ja, schönen guten Tag. Gras von der Kripo, K11 hier in der Stadt. Ich hätte eine Frage, und zwar ist bei Ihnen ein Mädchen angemeldet. Der Name ist Hanna Krause. Nein? Okay. Haben Sie trotzdem vielen Dank. Wiederhören. Wieder noch die Mailbox. Meine Güte, tut mir weh. Ruhig sein. Kann aber nicht sein, denn würde ich die Handschellen hier ab. Was ist denn da los? Was soll denn der Krach hier? In welchem Vernehmungszimmer willst du denn? Ach so, ja, ich kümmere mich um ihn. Passt schon. Was soll denn der Mist hier? Ich werde mich beschweren. Ja, das können Sie gerne tun, aber vorher unterhalten wir uns erstmal. Kommen Sie mit. Ich hoffe, dass Sie mir wenigstens zuhören. Ich wollte der Frau doch nur helfen. Helfen? Ja. Ich hatte mit Frau Krause einen Termin, um die Feuerlöscher zu überprüfen. In der Box da drin ist meine Visitenkarte. Schauen wir doch mal. Dietmar Roth, Feuerlöschprüfer. Fällt da noch einer drauf rein? Was? Bitte? Das ist eine uralte Masche, um den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen, Mann. Verbitte mir diese Unterstellung, ja? Ich hab nichts Unrechtes getan, ja?
Und jetzt nehmen Sie mir endlich diese Handschellen ab, meine Güte, ne? Herr Roth, Sie sind kein Unschuldslamm. Sie sind vorbestraft wegen Betruges. Ja, nehmen wir die Dinger ab. Sie sind vorbestraft wegen Betruges. Und wir haben Sie auf frischer Tat ertappt. Glauben Sie vielleicht, wir schauen nicht nach, was Sie so dabei haben? Ha? Ich sag Ihnen, wie es gelaufen ist. Sie haben geklingelt, niemand hat aufgemacht. Da haben Sie eingebrochen und den Schmuck geklaut. Anschließend kam Frau Krause die Treppe hoch, vom Waschkeller, und hat sie erwischt. Und da haben Sie einfach die Treppe wieder runtergestoßen. Okay. Das mit dem Einbruch, das stimmt, ja. Aber ich habe der Frau nichts getan. Als ich kam, lag die Frau da schon. Ich habe ihr nichts getan, ja? Ich wollte der Frau doch nur helfen. Sie wollten helfen? Ja. Warum haben Sie keinen Notarzt gerufen? Ich kam nicht dazu. Die Frau lag da auf der Treppe, blutend, ja? Und da war ich völlig überfordert, völlig. Und dann habe ich schon die Sirenen gehört. Bringst du den Herrn bitte zum Erkennungsdienst? Moment, was soll das werden? Soll das heißen, ich bleib in Haft? So ist es. Die ist doch sicher nur die Treppe runtergestolpert. Mhm. Kann sein, kann nicht sein. Also. Moment, da fällt mir noch was ein. Ja? Als ich parken vor dem Haus parken wollte, ist ein Auto schnell weggefahren. Der wäre mir fast reingefahren. Was soll das für ein Auto gewesen sein? Ein Becher BMW Kombi, ja. Erkennungsdienst und danach ins Gewahrsam, ja.